Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur ganz kurz und wegen der historischen Korrektheit. Herr Holter, Sie haben in Ihrer ersten Rede in diesem Tagesordnungspunkt gesagt, die damalige PDS habe sich bei der Verfassung der Stimme enthalten und Herr Schönenburg sei einer der Väter dieser Verfassung. Tatsache ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat eine Verfassungskommission gegeben, die vorbereitet hat. Und dort haben sich die Vertreter der Linke, der PDS damals, der Stimme enthalten. Und in der Vorbereitung hat man ihnen das wohl aufgeschrieben, dass das die Stimmenthaltung der Partei gewesen sei. Aber dieser Entwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist hier im Landtag diskutiert worden. Und der Landtag hat übrigens in namentlicher Abstimmung, man kann das Abstimmungsverhalten eines jeden Abgeordneten also nachvollziehen, darüber zu entscheiden gehabt, ob dieser Entwurf dem Volk zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Und in dieser Debatte hat Arnold Schönenburg, damals einer der wesentlichen Persönlichkeiten Ihrer Partei, parlamentarischer Geschäftsführer, wie bereits von mir zitiert, ausgeführt, dass seine Fraktion einzelne Punkte dieser Verfassung unterstützt und dass diese Verfassung insgesamt nicht auf der Höhe ihrer Zeit sei und dass seine Fraktion deshalb diese Verfassung ablehnt. Wenn Sie das, Herr Holter, als Enthaltung bezeichnen, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und wenn Sie sagen, dass trotzdem der Herr Schönenburg einer der Väter dieser Verfassung sei, dann kann ich nur sagen, wenn die Linke oder die PDS oder wie auch immer die aktuelle Bezeichnung ist, Wert darauf legt, Väter oder Mütter von Dingen zu sein, die nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, die sie selbst so einschätzen, na dann viel Spaß.